بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wir sehen, dass in der heutigen Zeit die Muslime, wenn sie eine islamische Frage haben oder vor einem islamischen Problem stehen, dass sie diese Frage oder dieses Problem im Regelfall ins Internet eingeben, bei Google beispielsweise oder auf irgendein soziales Netzwerk, YouTube, Facebook, Instagram. Und dann lesen Sie sich dort die verschiedenen Fatawa durch, die verschiedenen Meinungen der Gelehrten und nehmen sich natürlich im Regelfall die Meinung raus, die für Sie am einfachsten ist. Und so sehen wir, dass viele Muslime sich ihre Religion wie ein Puzzle zusammengebastelt haben von den verschiedensten Meinungen, die für Sie am einfachsten sind. In der Musik folgt er der und der Meinung. In dem Heiraten ohne den Vormund folgt er der und der Meinung. Und deswegen wollen wir heute inshallah schauen, ob diese Vorgehensweise eine erlaubte Vorgehensweise ist oder ob es nicht erlaubt ist, so mit seinen islamischen Fragen und islamischen Problematiken vorzugehen. Und diese Thematik wird inshallah beantworten Sheikh Ahmed al-Rifa'i und ich werde inshallah seine Worte ins Deutsche übersetzen. Tafadhal ya Sheikhna, barakallahu fikum. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المسألة تسمى عند أهل العلم رحمهم الله تعالى بتتبع رخص العلماء، هي ممنوعة ولا تجوز. من الأدلة على منعها وعدم جوازها، أولا أن تتبع رخص العلماء هو أخذ بزلات العلماء أي أخطاء العلماء، وقد حذر الصحابة من ذلك ولم يعتبروا الأخذ بزلات العلماء جائز، بل منعوا من ذلك واعتبروه يهدم الدين. Erst einmal diese Thematik in den islamischen Wissenschaften wird genannt, wenn man sie auf Deutsch übersetzt, das Befolgen bzw. das Ersuchen von fehlerhaften Erleichterungen der Gelehrten. Von fehlerhaften Erleichterungen der Gelehrten. Und dieses fehlerhafte oder das Suchen der fehlerhaften Erleichterungen der Gelehrten ist im Endeffekt nichts anderes als das Befolgen der Fehler der Gelehrten. Dass man schaut, wo hat ein Gelehrter einen Fehler gemacht und dann folgt man diesen Fehlern der Gelehrten. Und das ist eine Sache, wovor die Sahaba, die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, gewarnt haben. Und sie haben das nicht als erlaubt angesehen, dass man den Fehlern der Gelehrten folgt. Und vielmehr haben sie es als etwas gesehen, was die Religion einer Person zunichte macht. Na. عن عمر رضي الله عنه قال ثلاث يهدمن الدين زلة العالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال إن مما أخشى عليكم زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن. Und so gibt es eine Aussage von Umar رضي الله عنه, welcher sagte, drei Sachen zerstören die Religion. Drei Sachen machen die Religion zunichte. Zum einen der Fehler des Gelehrten. Denn die Muslime bauen ihre Religion auf die Erklärung der Gelehrten über die Religion auf. Das heißt, du folgst im Regelfall einem Gelehrten, der dir versucht, die Religion beizubringen. Wenn dieser also einen Fehler hat und du dem Gelehrten in diesem Fehler folgst, dann ist deine Religion zugrunde gegangen. Und deswegen sagt Umar radiallahu anhu, dass drei Sachen die Religion zunichte machen. Zum einen der Fehler des Gelehrten, zum anderen, dass ein Heuchler mit dir über den oder mit dem Koran, durch den Koran argumentiert. Das heißt, der Heuchler versucht dir den Unglaube schön zu machen, versucht dir diesen als Wahrheit zu verkaufen und argumentiert mit dem Koran. Das heißt, er bringt dir Scheinargumente aus dem Koran. Und die dritte Sache, die Religion zunichte macht, das sind Führer, die die Leute in die Irre führen. Und ebenso sagte Abu Darda, dass das, was er am meisten für uns fürchtet, ja, er sagte, das, was ich am meisten für euch fürchte, das ist der Fehler des Gelehrten und das Argumentieren des Heuchlers mit dem Koran. Ja. أما الوجه الثاني هو الإجماع والاتفاق الذي نقله جماعة من العلماء على المنع من تتبع رخص العلماء وزلاتهم،
ومن هؤلاء الذين نقلوا الإجماع الإمام ابن حزم وابن عبد البر وابن الوليد الباجي وابن الصلاح رحمه الله جميعا. Der zweite Gesichtspunkt, warum diese Vorgehensweise im Islam verboten ist, ist der Konsens. Und so gibt es einen Konsens unter den Gelehrten, dass es nicht erlaubt ist, in den Thematiken der Meinungsverschiedenheiten Fehlern von Gelehrten zu folgen. Das ist, wie gesagt, ein Konsens der Gelehrte. Und diesen Konsens haben einige Gelehrte ausgesprochen und diesen überliefert. Wie zum Beispiel Ibn Hazm, Ibn Abd al-Barr, أبو الوليد الباجي und ebenso ابن الصلاح. نعم. ثالثا أن تتبع الرخص اتباع للهوى وخلع للتقوى، وذلك لأن الشخص يتبع هواه ويختار الأقوال السهلة التي تشتهيها النفس وتحبها. إذا قال الإمام الشاطبي: تتبع رخص العلماء ميل مع أهواء النفوس، والشر جاء بالنهي عن اتباع الهوى. وقال أيضا: فإذا صار المكلف في كل مسألة عنت له أي ظهرت له يتبع رخص المذاهب، وكل قول وافق في هذه المسألة هواه فقد خلع ربقة التقوى وتمادى في متابعة الهوى. Im Endeffekt ist das Befolgen von den Fehlern der Gelehrten, von diesen fehlerhaften Erleichterungen der Gelehrten, nichts anderes als das Befolgen der Gelüste. Es ist das Befolgen von den eigenen Gelüsten und das sorgt dafür, dass eine Person diese Gottesfurcht verlässt. Dass sie die Gottesfurcht verlässt, da sie Allah subhanahu wa ta'ala nicht mehr anbetet, nach einer islamisch erlaubten Meinung und einer legitimen Meinung und der richtigen Meinung, sondern sie betet hier Allah subhanahu wa ta'ala an nach ihren Gelüsten. Und sie baut sich ihr Leben auf, das Erlaubte, das Verbotene ebenso nach ihren Gelüsten. Indem sie sich in jeder Thematik die einfachen Meinungen heraussucht und diesen folgt. Und so sagt al-Shatibi, dass das Befolgen der fehlerhaften Erleichterungen der Gelehrten nichts anderes ist als das Befolgen der Gelüste. Und dass die islamische Gesetzgebung gekommen ist, mit dem Verbot, den Gelüsten zu folgen. Und ebenso sagt al-Shatibi, dass wenn der Mukallaf, und der Mukallaf ist jede Person, die die Pubertät erreicht hat, der also das Erwachsenenalter erreicht hat, und der bei Verstand ist, das heißt derjenige, der zur Rechenschaft gezogen wird für seine Taten. Wenn jeder Mukallaf in jeder Thematik, die ihn sozusagen begegnet, in seinem Leben die fehlerhaften Erleichterungen der Rechtsschulen auf sich nimmt und den fehlerhaften Erleichterungen der Rechtsschulen folgt und in jeder Thematik die Meinung heraussucht und dieser Meinung folgt, die mit seinen Gelüsten übereinstimmt, dann hat er diese Gottesfurcht verlassen. Dann hat er die Gottesfurcht verlassen und ist sozusagen in diese Fortläufigkeit des Befolgens der Gelüste geraten. Nein. رابعا أن تتبع رخص وزلات العلماء ينتج عنه اجتماع الأقوال الشاذة والضعيفة في المسلم، هذا فسق وباب من أبواب الزندقة. قال الشيخ إبراهيم السكران: ولو كان المكلف مخير ولو كان المكلف مخير في المسائل الخلافية يأخذ منها ما تهواه نفسه، فإن مؤدى ذلك إباحة شعب من الربا والزنا والخمور ونحوها من أصول الكبائر، لأن كل باب من هذه الأبواب وجد من العلماء من أفتى خطأ باستباحة بعض أنواعه، وهذا كاف للجزم بأن تتبع الرخص باب من أبواب الزندقة. Wenn eine Person die fehlerhaften Erleichterungen der Gelehrten auf sich nimmt, und jeder von uns kennt wahrscheinlich so eine Person, die diesen Weg eingeschlagen ist, das betrifft im Regelfall nicht nur eine Thematik, sondern in jeder Thematik, die in ihrem Leben auftritt, ja, in jedem Problem, was sie hat, nimmt sie immer die leichteren Meinungen. Und das sorgt dann dafür, dass sie in sich die ganzen Meinungen, die schwach sind, die sozusagen falsch sind, die nicht mehr im erlaubten Rahmen sind, dass sie diese Meinungen in sich vereint. Ja, diese ganzen schwachen und sozusagen falschen Meinungen vereint diese Person in sich. Und das ist ohne jeglichen Zweifel Fisq, das ist Frevelei und eine Tür von den Türen der Sandaqa. Und so sagte Sheikh Ibrahim al-Sakran, wenn der Mukallaf, und was der Mukallaf ist, das haben wir bereits schon besprochen, wenn der Mukallaf in jeder Thematik der Meinungsverschiedenheit oder allgemein in den Thematiken der Meinungsverschiedenheit
die Möglichkeit hätte, wenn es ihm erlaubt wäre, dass er in jeder Thematik die Aussage herausnimmt und der Meinung folgt, die mit seinen Gelüsten übereinstimmt, dann würde das im Endeffekt dazu führen, dass die Leute, also derjenige, der diesen Weg einschlägt, dass er verschiedene Untergruppen bzw. Zweige von den Zins, von der Unzucht und auch beispielsweise vom Alkohol, vom Khamr, dass er diese für erlaubt erklärt. Und wie wir wissen, das sind die Grundlagen der großen Sünden. Aber es gab in jeder Tür, also im Zina, im Alkohol, im Zins, es gab überall Gelehrte, die verschiedene Sachen, also verschiedene Türen, verschiedene Zweigangelegenheiten in diesen Thematiken fehlerhaft für erlaubt erklärt haben. Fehlerhaft für erlaubt erklärt haben. Wenn du nun diesen Fehlern folgst von den Gelehrten, dann siehst du eben diese Sachen als erlaubt. Also Zweigangelegenheiten von diesen Sachen als erlaubt. Und das ist ausreichend dafür, dass wir mit Gewissheit bestätigen können, dass diese Vorgehensweise eine Tür von den Türen der Sandaqa ist. وقد قرر العلماء هذا المعنى، فقال الإمام سليمان التيمي رحمه الله تعالى: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام. قال الإمام إسماعيل بن إسحاق القاضي رحمه الله تعالى: وما من عالم إلا وله زلة، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه. وقال الإمام إبراهيم بن أدهم: من حمل شاذ العلم حمل شرا كبيرا. Und diese Meinung, die wir bis jetzt besprochen haben, haben auch weitere Gelehrte und weitere Imame bestätigt. So sagte Al-Imam Sulaiman al-Taymi, wenn du oder wenn man die fehlerhaften Erleichterungen eines jeden Gelehrten nimmt, dann hat man in sich das gesamte Übel vereint. Und ebenso sagte Al-Imam al-Auza'i, welcher nochmal sozusagen härter gegen diese Vorgehensweise gesprochen hat. Al-Auza'i sagte, wer den fehlerhaften Erleichterungen der Gelehrten folgt, also wer den Fehlern der Gelehrten folgt, der hat den Islam verlassen. Der hat den Islam verlassen. Warum? Diese fehlerhaften Meinungen der Gelehrten, diese Fehler der Gelehrten sind nicht akzeptierte Meinungen im Islam. Das heißt, sie sind nichts, was sozusagen den Islam widerspiegelt. Und wenn du diesen folgst, dann hast du nicht sozusagen der Meinung des Islam gefolgt, beziehungsweise einer Meinung gefolgt, die im Islam legitim und erlaubt ist. Ebenso sagte Al-Imam Ismail ibn Ishaq al-Qadi, es gibt keinen Gelehrten, der nicht irgendwo Fehler hat. Denn der Einzige, der in der Religion fehlerfrei ist, also das sind jetzt meine Worte, der Einzige, der in der Religion fehlerfrei ist, ist der Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Aber die Gelehrten sind auch nur Menschen und diese sind in der Religion nicht fehlerfrei. Deswegen sagt hier der Imam Ismail ibn Ishaq al-Qadi, es gibt keinen Gelehrten, der nicht irgendwo einen Fehler hat. Wer nun die Fehler von den Gelehrten in sich vereint und diese sozusagen befolgt, diese sammelt, um ihnen zu folgen, so ist seine Religion gegangen. Ja, so ist seine Religion verschwunden. Und ebenso sagt der Imam Ibrahim bin Adham, wer die fehlerhaften Aspekte des Wissens auf sich nimmt, das heißt diesen folgt, der hat viel Übel und viel Schlechtes auf sich genommen. الوجه الخامس أن تتبع الرخص مخالف لما أمر الله به من رد الاختلاف إلى الله ورسوله إلى نصوص القرآن والسنة، ويؤدي إلى هجران النصوص وإضعاف مكانتها في النصوص. قال الإمام الشاطبي: تتبع الرخص مضاد لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال الشيخ فهد العجلان: حين يكون الخلاف بحد ذاته حجة وعذرا، فإن هذا في النهاية سيؤدي إلى هجران النصوص وإضعاف مكانتها في النفوس، وهو ما دفع الحافظ ابن عبد البر ليقرر بوضوح أن الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة، أي أن العلماء رحمهم الله تعالى متفقون أن الاختلاف بين العلماء لا يبيح للمسلم أن يأخذ بالقول الأيسر في المسألة.
Ebenso, dass fehlerhafte Folgen oder das Folgen der fehlerhaften Erleichterungen der Gelehrten ist ein Widerspruch zu dem Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Und zwar, dass wenn wir eine Thematik haben, wo wir uns unsicher sind, dass wir diese Sache vor Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Gesandten sallallahu alaihi wa sallam bringen sollen. Wenn wir nun in jeder Sache den Fehlern der Gelehrten folgen, dann haben wir die Sache nicht tatsächlich vor Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Gesandten sallallahu alaihi wa sallam gebracht. Und deswegen sorgt natürlich diese Vorgehensweise dann dafür, dass die Offenbarungstexte der Koran und die Sunna, dass man diese meidet und natürlich auch, dass der Platz von diesen im Herzen einer Person abnimmt. Dieser Wert dieser beiden nimmt im Herzen einer Person ab. Und deswegen sagt Al-Shatibi, dass das Befolgen der fehlerhaften Erleichterungen der Gelehrten entgegengesetzt, also ein Widerspruch zur Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala in Surat An-Nisa im 59. Vers. Und wenn ihr euch über eine Sache uneinig seid, dann bringt diese Sache vor Allah und seinen Gesandten. Und so sagte ebenso Sheikh Al-Ajlan, wenn der Khilaf an sich, also die Meinungsverschiedenheit an sich, ein Argument wäre, ja, das heißt, dass du kommen kannst und sagen kannst, okay, ich folge hier der Meinung, und was ist dein Beweis? Der Beweis ist was? Die Meinungsverschiedenheit. Ja? Also wenn man sagen könnte, dass die Meinungsverschiedenheit an sich ausreichend ist, dass sie vorhanden ist, dass das ausreichend ist, dass du der Meinung folgst und dass du sagen kannst, das ist mein Beweis, es gibt hier die Meinungsverschiedenheit, es gab Gelehrte, die das gesagt haben, dann sorgt das im Endeffekt dafür, dass man die Offenbarungstexte sozusagen ablehnt, ja, dass man diese nicht mehr wertschätzt, dass diese einen geringen Platz bei einer Person haben, denn du folgst einfach nur irgendwelchen Gelehrten und den Fehlern der Gelehrten. Und das, wie der Scheich sagt, hat Ibn Abd al-Barr dazu gebracht, dass er gesagt hat, dass der Khilaf an sich, also die Meinungsverschiedenheit an sich, bei keinem Gelehrten eine Hujja ist. Das heißt, kein Gelehrter hat gesagt, nur weil es eine Meinungsverschiedenheit gibt, kannst du jeder Meinung folgen innerhalb der Meinungsverschiedenheit, der du gerade möchtest. Ja? Sobald es eine Meinungsverschiedenheit gibt, dass du dann kommst und sagst, okay, es gibt hier eine Meinungsverschiedenheit, also folge ich der Meinung. Al-Hafidh ibn Abd al-Barr, er sagt, es gibt keinen Gelehrten, der das jemals gesagt hat. Nein. وبعد أن تكلمنا عن أوجه تحريم تتبع زلات العلماء، بقي لنا مسألة مهمة. هذه المسألة نختم بها إن شاء الله سبحانه وتعالى، وهي: هل يجوز للمسلم أن يأخذ بالقول الأسهل في حل الضرورة والمشقة الشديدة؟ والجواب نعم، يجوز ذلك إذا أفتاه عالم ثقة بذلك. فالأخذ بالقول الضعيف أو المرجوح في حالة الضرورة والمشقة الشديدة يجب أن يكون بفتيا عالم ثقة، لا أن يفتي المسلم نفسه بذلك، لأنه لا يجوز أصلا أن يفتي نفسه أصلا، إنما يفتيه العالم الثقة. Es gibt jetzt hier zum Schluss noch eine offene Frage, die wir behandeln müssen, und zwar, wenn es eine Notwendigkeit gibt, wenn es einen Notfall gibt, kann man dann einer Meinung folgen, darf man dann einer Meinung folgen, die vielleicht schwächer ist als eine andere Meinung? Und obwohl man vielleicht eigentlich gelernt hat, dass eine andere Meinung die richtigere Meinung ist. Und im Allgemeinen diese Thematik der richtigeren Meinung, das ist nochmal eine ganz andere Thematik. Wir sprechen jetzt über was anderes. Hinsichtlich dieser Thematik, also dass man in verschiedenen Notwendigkeiten, in verschiedenen Notsituationen schwächeren Meinung folgt. Hier sagen wir, dass das erlaubt ist, aber, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, es ist nicht erlaubt, dass eine Person sich selber sozusagen ihre Antwort gibt auf ihre Frage und dass diese Person selber sagt, ich suche mir jetzt hier die einfachste Meinung heraus. Das ist verboten. Denn im Allgemeinen ist es für den Laien verboten, dass er sich selber seine Fragen beantwortet. Deswegen verbieten es auch viele Gelehrte, dass wenn man als Laie eine Frage hat, dass man diese Frage auf Google zum Beispiel eingibt und dann sich die verschiedenen Fatawa durchliest. Ja, weil du wirst dir dann sozusagen natürlich das Einfachste herauspicken.
Deswegen sagen wir, wenn es einen Notfall gibt, wenn es eine Notwendigkeit gibt, dann darf der Muslim einer Meinung folgen, die vielleicht schwächer ist als eine andere Meinung. Aber nicht er selber darf sich hier diese Fatwa sozusagen erlassen und sagen, ich folge jetzt dieser Meinung und ich habe das auf Google gelesen, auf irgendeiner Seite, sondern er muss einen Gelehrten fragen und der Gelehrte schaut dann. Und der Gelehrte kann dann anhand von diesem Notfall, anhand von dieser Notwendigkeit, diesem Laien, diesem Fragenden die schwächere Meinung geben. Und er gibt ihm dann sozusagen die Fatwa, die diese schwächere Meinung beinhaltet. Aber nicht er selbst. Also der Laie selbst kann hier nicht diese Entscheidung treffen, sondern er fragt einen Gelehrten und dieser Gelehrte kann ihm dann sozusagen mit der schwächeren Meinung antworten aufgrund dieser Notwendigkeit. Ja, aufgrund dieser Notwendigkeit und natürlich im Allgemeinen ist es für den Laien nicht erlaubt, dass er sich seine Fragen selbst beantwortet. Inshallah ist diese Thematik nun etwas klarer geworden und es ist sozusagen etwas Licht in das Dunkel gekommen hinsichtlich dieser Thematik. Natürlich ist das eine Art Muqaddima, eine Art Einführung für weitere Thematiken, die wir inshallah besprechen werden. فبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم يا شيخنا الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.